Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14 Dawn Trail Early Zugang. Wir werden direkt daran gehen, schnell ein paar Level zu machen. Ich suche mir ein Fade und klatsch den um. Da lang. Ich habe zwei Videos dazu gemacht, wie man jetzt in den ersten paar Minuten sehr schnell ein Level machen kann. Genau das werden wir auch machen. Wir machen jetzt die Agenda. Und zwar Fate. Da habe ich schon 4 von 5 für die Woche fertig. Mach jetzt den 5. Und dann kriege ich 1,6 Millionen XP. Ich habe sogar mit weniger gerechnet, aber... Nimm ich auf jeden Fall. Come on, bleib stehen, du Stück. Mach mal. Gut. Ich habe natürlich Bugfood an, Gildenbuff. Bin ausgeruht. So. Millionen XP. Perfekt. Gildengeheiß. Kampf. Gildengeheiß. 2 von 3. 500.000. In der Zwischenzeit können wir anfangen, ganzen Quests und so weiter abzugeben. Dazu einmal Demios Werk. Also es wird jetzt nur ein Video, wie wir die ganzen Quests und so weiter abgeben, uns die ersten 2, 3 Level holen, ohne dass wir irgendwie storytechnisch irgendwas machen. Dann sind wir bei 9,5 Millionen. Wenn's geht, bitte. Fortfahren. Ja, ich weiß. Weiter. Komm, klicken.
So. Das war das. Hier werden wir auch gleich nochmal herkommen, mehr Quests annehmen. Wir müssen nach... Ilmec. Das gleiche nochmal bei den Pixie machen. Ihr seht, andere Spieler machen das genauso. Pixie nerv nicht, mach. Weiter. Komm Leute, Gildengeheiß, was dauert da so lange? So. Jetzt gehen die Quests wieder. Jetzt können wir nochmal 3 davon machen. Das heißt nochmal 3 Millionen XP. Oder 3,3 Millionen XP. Jetzt. Und nochmal 3,3 Millionen XP nach dem Reset. Nach dem Daily Reset. Springt die mir da in den Mauszeiger. Frech. Hippo Racer da, da und da. Achso, hier ist auch das neue Symbol für die Bonus-XP-Dinger. Diesen Pfeil nach oben. Ja, gehen wir erst dahin. Komm, Gildengeheiß, Leute, rein da. Ich muss hier prüfen. Stufensteigerung. Hohe Stufe. Prüfung. Hauptszenario. Raid und Raid. Müssen wir auch alles noch machen. Gibt auch alles. Bonus XP. Noch vor dem Daily Reset. Und dann alles nochmal. Also das Daily mögliche. Nochmal machen. Hier war einfach nur was hinbringen, ne? Genau, die kriegen nur was zu essen. Klick, 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 klick. Okay. So weit sein können. Nein, 53 Minuten ist das 7.0 DRC Add-on schon da. Diese 40 Minuten wartende Schlange war richtig schlimm. So, wir gehen hier mit hin. Gehen hier mit rein. $153.000 extra. Wir waren jetzt nicht ganz von vorne dabei, aber trotzdem. Sehr gut. Hippo Racer rein in die Quest. Starten, umhauen.
gehabt, das brauche ich nicht mehr. Hier mein neuer Skill. Ja. Okay. Und jetzt müssen wir schwimmen gehen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Halt, stopp. Ich muss noch mal mit dem reden. Beine hätte ich wieder zurückfliegen müssen den ganzen Weg. Reden Sie mit dem Hippo-Mann. Ist deine Schildkröte okay? Ja, gut. Let's go. Jetzt müssen wir für den einen Typen noch was holen. Dass es so wirklich so lange dauert, hätte ich nicht gedacht. Okay. Also das Level Up haben wir dann. Den einen Vot, das eine fertig machen, plus das ist das Level Up auf jeden Fall. So. Weg, du bist im Weg. Geht doch. Kann noch ein Stück weiter fliegen. Nimm an, Tank! Oh, ich gehe nach da. Geh auf. Geh auf, ich hab's eilig. Weiß schlimmst der Spieler so, ich weiß, nicht verurteilen bitte. Wir haben es alle eilig. Komm, Dicker, komm, schnell, schnell. Kannst gleich die Schnauze halten. Nimm Debuff. Falls der Spieler wurde auch abgeschlossen. Sehr schön. Belohnung noch dafür. Ja, wunderbar. Raus. Jetzt haben wir einmal hier die halbe Million, einmal die Million bekommen. Wieder hierher. Guten Tag. Können Sie mir bitte mein Level abgeben? Los, 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 los. Ja, ist mir scheißegal, was mit diesen Steinen ist. Die braucht kein Mensch. Hopp. Mach. Sehr schön. Los, 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 los. NPCs sind ein bisschen überfordert.
können wir gerade nichts. So, und jetzt, wie gesagt, nach dem Daily Reset kann man den wieder anquatschen. Next ist Fundamente Ishgard. Dort geben wir nochmal ganz, ganz viele Quests ab und bekommen für die Quests ein bisschen XP und nochmal zweimal 1,6 Millionen XP dafür, dass wir das ganze Zeug abgegeben haben. Das alles hier. Ja, doch, das müsste reichen, Belohnung. Jetzt drücken wir einfach nur noch durch. Da seht ihr die XP, wie sie reinkommen. Ja, nun. So. Hier war einmal 1,6 Millionen und gleich zum Anfang müsste auch 1,6 Millionen gewesen sein. Das spielt jetzt noch ein bisschen, ne? Alles abgeschlossen. Fates. Müssen noch 4 Stück machen. Werden wir so schaffen? Nebenbei. Kämpfen. Wir müssten einmal Zufallsinhalt machen. Zufallsinhalt ist in dem Fall einfach Stufensteigerung. Das gibt es also so extra. Wir haben aber noch mehr normale Quests zum Abgeben. Dafür müssen wir nach Galemald. Ich hoffe, ich überfordere den Client nicht gerade. Nee, gut. Fangen wir an. Hier wieder Quests abgeben für 190.000 Erfahrung pro Quest. Und natürlich ein bisschen Geld. Und bei Paar gibt es auch alte Items. Los, weiter. Klicken, nicht aufhören. Ja, Lava. Oder Lava. Schneller, weiter, nächste Quest. Hier müssten noch ein paar Quests sein. So. Das. Hopp. Jetzt kriegt er noch einen Anruf. Okay, meine Questlisten müssten komplett leer sein. Sehr schön. Stehen, Bruder. Als ob du nicht tot bist. Okay. Haben wir noch welche? Da hinten, den muss ich aber selber starten. Oder da. Okay. Hm.
Wir müssen halt über die Hälfte kommen, damit ich Chloes Tagebuch benutzen kann, die mir dann die Reste Hälfte des Levels gibt. Beziehungsweise ich das Hälfte vom Level könnte ich auch mit der Stufensteigerung, glaube ich, bekommen. Der ist weg. Okay. Der letzte Fade. Ach, so irgendwelche Marienkäfer verprügeln. Okay. Kann ich. Weg. 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 Schneller. Spawn schneller. Danke. Gut, nochmal 1,6 Millionen. Dann ziehen wir das da mal zurück. Das dauert zu lange. Prüfung könnte schneller gehen. Vielleicht, weil halt 8 Mann da reinpassen. Ansonsten, ja. Wir machen jetzt gleich das Level up voll. Dann bin ich okay zufrieden. Dann habe ich ungefähr 35 Minuten gebraucht, um Level 92 zu werden. Und da ist dann halt die ganzen Daily Weekly Dungeon Grind XP noch gar nicht drinne. Die Leute machen das hier auch alle. Abenteuer-Tagebuch abgeben. 6,8 Millionen. Oh, 92. Lol, guck mal, der Prüfungsding geht gleich. Das. Warum nicht vorher so? Warum ist bei der Stufensteigerung das nicht so gewesen? Dann können wir gleich gucken, was man, wie viel XP man bekommt. Komm, mach Damage-Dealer. Jetzt! Sofort! Dann kommst du noch mit ins Video. Genau. Skills, die nicht mehr da sind oder anders sind, können raus. Was? Sofort gehst du wieder an. Automatisch Änderungen bestätigen. Bestätigen. Änderung bestätigen. Halt, stopp. Ich war noch nicht so weit. Einfach nur ein paar Knöpfe weniger zu drücken.
ein paar Sachen weniger in der Hotbar. Hochsprung und das, ja, ja. Oh, nun, wir haben gleich etwas Schwieriges bekommen. Okay, wir sind gleich fertig. Werde Zeugen der ultimativen Zerstörung. $5,6 million. Eieiei. Okay, damit bin ich zufrieden, das war gut. Und das war nur Prüfung. Das war nichts anderes. 5,6 Millionen. Ich meine, es war jetzt auch von Endwalker halt eine Prüfung. Ist bei einer niedrigeren Level 50 Prüfung wäre es vielleicht weniger gewesen. 5,6 Millionen. Jo, sehr, sehr geil. Okay, ich mache Stufensteigerung für mich selber nochmal an. Das hohe Stufending werde ich wahrscheinlich auch noch machen, aber nicht mehr so on-screen. Ja, das war's. Wir haben 2,5 Level knapp gemacht mit den Sachen, die wir so ein bisschen vorbereitet haben, plus jetzt einmal den Prüfungsrate hier. Wir würden halt für normale Dungeons und so nochmal extra bekommen und wenn wir die Gildengeheiße nochmal fertig machen. Ja, ansonsten, wenn ihr wirklich nur interessiert seid, erstmal heute auf Level 100 zu kommen, spammt einfach die Level 90er Dungeon durch oder sowas, macht Daily Weekly Zeug hier, jetzt vor 17 Uhr, nach 17 Uhr und dann solltet ihr heute auch Level 100 werden, auch selbst wenn ihr die Story noch nicht anfangt. Okay, das war's dann. Bis dahin, ciao Leute.